Ja, Manuel, ist eher eine Wahnsinnssaison. An der EM jedes Rennen Gold, das haben Sie ja wahrscheinlich nicht im Entferntesten erwartet, oder? Nein, so etwas darf man nie erwarten, natürlich, weil eben, Sport ist auch ein bisschen Glückssache schlussendlich. Ich habe gewusst, ich bin gut vorbereitet und ich habe mir schon hohe Ziele gesetzt. Aber es war schon dieses Jahr ein bisschen anders als letztes Jahr. An der WM bin ich wirklich unbeschwert und voller Elan und unbeschwert wirklich an die Rennen gegangen. Und jetzt, dieses Jahr an der WM hat es schon ein bisschen anders ausgesehen. Und ich hatte gewissen Druck auch von anderen, von mir selber. Von dem her bin ich extrem froh, wie es rausgekommen ist. Eben, früher waren Sie die Jägerin, jetzt sind Sie die Gejagd. Also jetzt schaut man auf Manuela Schär im Feld. Ist das für Sie ein grosser Unterschied? Ja, tatsächlich. Also ich hätte nicht erwartet, dass es so einen grossen Unterschied macht. Ich konnte mich jetzt ein bisschen an die Rolle gewöhnen. Es war eine neue Situation, aber ich bin mir jetzt dem bewusst und weiter. Es ist ja jetzt sukzessiv aufgegangen und das letzte Jahr hat man das Gefühl gehabt, es ist so richtig der Knopf aufgegangen. Ich habe sicher eine lange Vorgeschichte im Sport, also in diesem Sport. Und ich habe manches Jahr trainiert und manches Jahr ist der Knopf nicht so richtig aufgegangen. Und ich habe gewisse Veränderungen vorgenommen, vor dem 2013, also im 2012 schon. Die sind jetzt zum Tragen gekommen und von dem her hat es plötzlich so einen Gump können machen. Was sind das für Veränderungen? Ich arbeite mit neuen Leuten zusammen. Ich habe die Distanzen geändert, ich habe das Training intensiviert, ich habe materialtechnisch ein bisschen etwas umgestellt und das sind alles so kleine Sachen, die gut zusammenspielen jetzt. Und das nächste Jahr WM, also jetzt geht es Tatsch, WM und dann Rio und das sind Ihre nächsten Ziele? Genau, Rio ist sicher das Ziel, also das habe ich jetzt schon seit 2 Jahren gesagt, dass ich auf das hier wieder arbeite. Weltmeisterschaft nächstes Jahr, jetzt ist gerade rausgekommen, dass der London Marathon der Weltmeisterschaftsmarathon von nächstes Jahr wird sein, das heisst, der ist schon im April. Von dem her geht es jetzt wieder Schlag auf Schlag.